Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einem weiteren Spiel, was ich euch heute mal ganz kurz mal zeigen möchte. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört. Ivan Harris. Ein Spiel, was den Ersten Weltkrieg so ein bisschen weiterführt, also so ein Fiktiv. Und mit viktorianischen Waffen geht es dann halt irgendwie ein bisschen weiter. Also ein bisschen abgespaced, aber es ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Das ist erstmal die Demo und es soll am 1. September rauskommen, wenn nichts dazwischen kommt. Schön gemalte Bildchen. Und ja, die Entwickler sind auch sehr interessant. Und ja, dachte ich mir, ich habe mal ein paar Videos angeguckt. Naja, dann kann man ja durchaus mal dieses Spiel mal ausprobieren, auch wenn es erstmal die Demo ist. Ich nehme das hier ein bisschen, ja, am Donnerstag auf, weil vorher hatte ich nicht die Möglichkeit. Ich glaube, bis zum 21. kann jeder die Demo mal ausprobieren. So, Chris Maximus, ja, Beta. Die Kampagne kann man noch nicht spielen. Man kann aber Multiplayer machen. Singleplayer und Multiplayer. Und die Option, ja, da könnt ihr das Setting noch ein bisschen eingeben. Also, sieht schon, ja, sieht ja schon mal schön aus, ne? Grafik und. Man hat hier einige Möglichkeiten, aber lasst uns jetzt nicht darauf zurückgreifen, sondern Multiplayer machen wir nicht, weil ich einfach zu schlecht bin. Man hat hier den Skirmish-Modus, den laden wir erstmal und probieren das einmal aus. Man hat in dieser Demo mehrere Maps, ja, für zwei Spieler, also ich gegen die KI oder gegen einen anderen, wenn ich Multiplayer. Einmal hier so. So eine Öllandschaft oder hier ein bisschen Schnee, dann für vier Spieler oder halt auch bis zu sechs Spieler. Ich würde sagen, wir machen das hier und wir sagen, Ressourcen machen wir very high. Hier machen wir auch high, die Größe der Armee. Dann würde ich aber, ich bin der Player, ich bin blau und rot sind die anderen, aber ich will die sein, weil das sind die Sachsen oder sowas. Also, das sind dann sowas wie die Deutschen. Ja, es gibt jetzt nicht diese üblichen Fraktionen, aber man kann sich die, ich glaube, drei Fraktionen gibt es im Spiel. Und ich mache das einfach mal auf easy. Total easy. Weil, ja, was soll werden? Ich habe damals solche Spiele gespielt, aber ich habe nur ganz kurz reingeguckt und habe gleich ihn auf den Sack gekriegt. Ja, die kamen dann irgendwie mit so einem Roboter an, aber oder mit solchen Geräten hier, dampfbetrieben. Das ist irgendwie total lustig. Und dann dachte ich mir, naja, was habe ich da wieder falsch gemacht? Und ihr könnt jetzt unter den Kommentaren natürlich reinschreiben, was ich alles falsch mache. Ja, Maximus, du kannst es nicht. Aber ich will euch das trotzdem zeigen. Ich bin auf jeden Fall bemüht, auch mal ein bisschen andere Spiele zu auf den Kanal ein bisschen zu forcieren. Und man sieht ja schon die Pickelhaube, ne? Ja, das könnte durchaus ein deutscher Soldat sein. Das ist Lassie oder ja, irgendein deutscher Schäferhund. Und hier, das sieht auch aus wie ein altes Geschütz mit solchen Beinen. So, man hat hier auch die Möglichkeit, noch ein paar Infos zu kriegen, aber okay. Gehen wir ins Gefecht. So, das ist hier meine Armee. Als erstes. Ready for work. Was kann ich hier bauen? Erstmal noch nichts. Man hat hier auf der Karte überall solche Minen. Oh, ich sollte die mal richtig anklicken. Ja. Wir müssen. Wie gesagt, das ist alles noch auf Englisch hier. Das denke ich mal, werden auch deutsche Einsprachen kommen. Wir müssen so schnell wie möglich. So, Ingenieur und Stormtrooper. Diese Ressourcen hier, eine Eisenmine. Weil ihr seht, hier oben haben wir Ressourcen. Wir können bis zu 40 Soldaten uns holen. Und wer am meisten Ressourcen hat, der Anfang ist, denke ich mal, immer am schwierigsten. Hier ist es gleich die Mine eingenommen. Dann werden wir mal hier die Flagge einnehmen. Und hier auf den Karten. Man kann richtig schön dicht hier hin und her switchen. Ne? Auch. Ja, sieht doch gut aus. Oh ja. So, gehen Sie hin. Wir nehmen es ein. Alles ist super. Und mal sehen, wie lange ich durchhalte.
So, Victory ist nach 500 Punkten. Naja. Ich denke mal, wir werden früher Victory machen. So, gut. Wir haben das eingenommen. Hier wird schon Eisen produziert. Jetzt könnten wir natürlich in die Gebäude reingehen, um die da zu beschützen. Oder wir gehen einfach jetzt ein bisschen weiter. Die anderen sind schon ganz schön weit gegangen. Ah, man sieht es ja hier. Weiter, 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 weiter. Schnell, 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 schnell. Wir müssen einnehmen, wir müssen einnehmen, wir müssen einnehmen, wir müssen auch, auch Leute hier produzieren. Stormtroopers awaiting orders. Genau. We are ready. Gut. New intel? Stormtroopers ready. What does the Empire require? Okay. Engineers reporting pump secure. Hier ist noch eine Kiste. Die Kisten müssen wir natürlich einnehmen. Da können wir Ressourcen raussammeln. So wie Granaten oder Heilzeug und und. Hier haben wir jetzt Granaten. Da müssen wir nochmal aufklicken und dann sammeln die ihre Granaten, weil das hat auf jeden Fall schon ein paar Gründe. Warum? Weil die Gefechte dauern manchmal ein bisschen lange. So, eingenommen. Engineers ready for work. Und ich würde sagen, wir nehmen das hier mal ein. Und wir liegen ganz gut. Hier sind ein paar. Oh, da kommen schon die ersten Feinde. Oh, und ich muss sagen, die KI ist nicht doof. Die KI ist echt nicht doof. Also, ich habe da schon einige Fechte verbracht, wo ich einen auf dem Sack bekommen habe. Die versuchen jetzt, sie einzunehmen. Wir werden versuchen, hier rauszugehen, die auch anzugreifen. Da, da, die versuchen. Und wir hin. Oh, die rennen hier einfach so durch. Oh. So, wir werden mal hier so hinmachen. Als Sicherung. Oh, 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 oh. Hier. Angriff. Aber merkt schon, also es ist schon ein bisschen hektisch. Wir gehen mal hier hoch. Hier. Gehen erstmal hin. So, Ingenieur. Unsere Einheiten, die haben das hier. Warte mal, was haben wir hier? Ist das eine Nebelgranate oder was? Ach komm, komm, wir nehmen das ja auch noch ein. Oh, hier ist ja auch was passiert. Stress, 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 Stress. So. Man merkt, das dauert schon sein Weilchen. Kann ich den noch irgendwie... Oh. Oh, jetzt Nahkampf. Boah. Jetzt, Mann. So. Wie sollen die umbringen, wollte ich schon sagen. Sagt man ja nicht, ne? So. Oh, jetzt werden die aufgerieben. Und dann muss ich jetzt einfach mal gucken. Wir haben jetzt Ingenieure. Ich kann jetzt Geräte ganz bauen, aber man hat dann nachher auch Möglichkeiten, Häuser zu bauen. Hier eine Baracke. Komm, wir bauen mal hier so eine kleine Baracke. Ich will euch nur ganz kurz mal zeigen, was man hier machen kann. Und hier wurde was eingenommen, da müssen wir mal hin. Es sieht jetzt nicht ganz so gut aus für uns. Oh. Hier. Oh, Attacke. Macht sie alle. Oh, was haben wir hier? Einen Spaten oder was? Ah. Ey, ist ja immer noch rot. So, gucken, kann ich das jetzt einnehmen oder? Doch, die können es eingenommen haben. Ja, die haben da auf jeden Fall ein ordentliches Gerät. Ja. Maximus hat es mal wieder nicht geschafft, auch wenn das leicht ist. was kann ich hier bauen? Oh,
Ey, die haben ja ein Riesending. Ich dachte, ich habe das auf leicht gespielt. Understood. Oh. Ach komm, hier hin. Wir müssen es einnehmen. Umso mehr Ressourcen wir haben, umso mehr Möglichkeiten. Was können wir hier bauen? Oh, Grenadiere. Also, es gibt schon eine ganze Menge Auswahl, ne, an Sachen, die wir hier wählen können. Wo sind die denn? Wo? Die haben das ja alles eingenommen. Die werden mich jetzt umlaufen. Stormtrooper Squad ready. Ach, falscher Knopf hier drücken. Construction complete. Orders. Use so. That cover. One of our squads has so. Keep those heads down. Imperial Grenadier is reporting. So. What does the Kaiser require? We'll head that way. Gucken wir mal, wie sie es hinkriegen mit der Kanone. We're under attack. Cannon standing by. So, werden wir die mal da hinsetzen. Attention. More resources are required. Ah. Oh, wie geil ist das denn? Ey, geil. Es fehlt uns natürlich ein paar Ressourcen, ne? Also man merkt schon, huiuiuiui, das geht hier ab wie Schmitz Katze. So, wir werden mal ein bisschen nach vorne. Ah, das ist halt das Problem bei mir. Dass ich dann immer ein bisschen so überfordert bin. Müsste jetzt die ein bisschen so umlaufen? Und die haben eine erhöhte Position. Hier wird noch ordentlich produziert. So, können wir da noch eben bauen? Ja, was können wir noch für ein Gebäude bauen? Ah, hier Stacheldraht, das und das. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wo sind die Feinde? Wo sind die? Irgendwo werden wir angegriffen. Hier ist Metall. Okay. Wir gehen mal dahin. Oh. Dauert natürlich jetzt eine Weile, ausrichten, genau. Bis die hier ankommen. Aber was willst du machen? So. Meine Einheiten wurden aufgerieben. Ah, toll. Sie wurden aufgerieben. Das ist ja wieder ganz toll. Hier ist auch noch... Ach, hör auf. Ich bin überfordert. So, einfache Einheiten. So, schick mal den auch mit. Vielleicht schaffen wir es doch noch. So. Ey, der ist doch viel größer. So. Oh. Kriegen wir den irgendwie? Ey, das ist ja so geil. So, jetzt alle auf den hier. Ja. Ah, der kriegt ordentlich eingeschenkt. Der kriegt ordentlich eingeschenkt. Hier ist noch die Mine. Oh, gut. Weiter jetzt. Weiter. Einnehmen. So, jetzt muss ich ein paar Einheiten ein bisschen so zusammenführen. Und der kriegt richtig eine reingeschenkt. Ob die jetzt irgendwelche Level kriegen, das weiß ich gar nicht. So, warte mal, ich kann hier irgendwie, So, der ist jetzt gleich kaputt. Oh. Ah, verdammt. Ich muss hier noch eine andere Maschine hinführen. Oh, hier. Oh. Immer jetzt Maschine. Da wurde auch schon was eingenommen. Zack.
Ich bin ein bisschen überfordert, Freunde. Also nur ein bisschen. So, den nehmen wir mal vor und werden die nächste Ölmine einnehmen. Da sind schon wieder Feinde. Stormtrooper Squad ready. So, hier hinten ran. Und dann. Okay. So, toll. Mein Gerät ist kaputt. Ey, da lebt der immer noch. Was, warum haben die hier so ein super Gerät? Kann ich die üben laufen? Vielleicht kann ich die ja kaputt laufen. Ey, das ist ja. Warum haben die so ein Riesengerät und ich nicht? So. Oh. Okay, wir haben sie aufgerieben. Oh, das läuft wie Länderspiel. Oh, hier. Also, ich brauche diese Roboter. So, hier oben. Ja. Ja, schön mit der Gatling. Ich glaube, dann ist unser ein bisschen besser. Wir nehmen das ein. Die kriegen langsam Probleme mit ihren Ressourcen. Alter, warte mal. Scheiße, wir haben nichts mehr. Oh, hier. Oh, hier, wir ran und dann. Ja, müsste wahrscheinlich auch die Sachen ein bisschen. Sichern, ne? Also, das denke ich mal, wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, der wird absichern. So, die werden jetzt aufgerieben. Und können wir den nächsten bauen? Nein, können wir nicht. Wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen Eisen. Also, man merkt dann schon, ach, hier ist Medic. Kann der Medic vielleicht hier irgendwas einnehmen? Komm, schicken wir einfach mal da oben hin. So. Eingenommen. Weiter. Die nächste Pumpe. Das Feine? Ja. Ich würde mal sagen, wir verlieren bald, ne? Ja. Workshop hier. The enemy is seizing strategic terrain. Ach, ja, aber es ist jetzt ein bisschen. Das Blatt wendet sich. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen was anderes agieren müssen. Ja, was man macht, macht man eh falsch, ne? Ey, warum ist. Die hätten es einnehmen müssen. Oh. Boah. So, damit hoch. Vielleicht geht's ja. Multiple enemies identified. Die nehmen da oben ein. Oh. Was ist jetzt los? Dev, haben wir verloren oder was? Ja, naja. Also, ich habe es einfach gespielt. Ich habe es wirklich easy gespielt und habe trotzdem versagt. Was ich da falsch gemacht habe, das könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Es ist irgendwie schon eine Herausforderung, aber der war ich auf jeden Fall nicht gewappnet. Ne? Man sieht hier, Restart-Mission, nein, keine Ahnung. Ja, was ich produziert habe, die haben hier so einen riesen Mech gemacht. Das ist easy KI. Ja, ich habe es nicht geschafft. Und hier so diese ganz großen Geräte, da habe ich echt keine Chance gehabt. Da habe ich 3 Geräte drauf gepackt, aber so groß der Unterschied war es gar nicht hier mit dem Score. Naja, gut, das war's dann erstmal. Ich hoffe, euch hat es mal interessiert. Iron Harvest soll, wie gesagt, am 1. September rauskommen.
Wie der Preis ist, keine Ahnung, vielleicht lädt sich das einer nochmal schnell runter und probiert es aus und sagt, ob er es gleich geschafft hat, die erste Mission, oder ob er genauso versagt hat wie ich. Naja, ich hab's aber wenigstens probiert. Ich war stets bemüht. Mit den Worten mache ich erstmal einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.